Moin zusammen, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Eve Online. Ja, wo ich im Moment wieder mal ein bisschen mehr über die Triglavien rausbekommen möchte. Es mir aber nicht gelingt. Ich weiß, ich finde nichts Gutes im Internet darüber. Ich habe auch bei den im Eve Online Forum habe ich gesucht, aber das ist auch eher so allgemein gehalten. Oder ich finde, ich suche nicht richtig. Das kann natürlich auch sein. Denn mich würde mal ein bisschen mehr der Hintergrund interessieren, wo die herkommen und was die im Sinn haben, werden sie wahrscheinlich noch nicht so sich zu äußern, aber es gibt ja, ich weiß nicht, war das im August, wo diese nächste Stufe der Invasion stattfinden soll? Ich meine ja, es war doch im August, meine ich. So, hier mal kurz einen Blick drauf werfen. Das sind noch. Das dauert noch ein bisschen. Hier mal kurz einen Blick drauf werfen. Ich habe letzte Woche nichts machen können. Deswegen werden wir das jetzt heute noch mal wieder starten alles. Bin einfach nicht zugekommen. War aber auch ein wenig trantütig, muss ich sagen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Mir bekommt das Wetter im Moment nicht so. Es ist so mit einem Schlag warm und das war schon sehr heftig, fand ich. So. Richtig schön Kopfschmerzen gehabt öfter mal. Ein wenig ätzend. Aber was soll's, müssen wir durch. Können uns das ja nicht aussuchen. So, Förderung beginnen. Gucken gleich dann noch, wie viel wir jetzt überall haben. Ich will nur einmal kurz hier durchhuschen. Und alles wieder in Gang bringen. Ja, ich weiß, ich mache das jetzt mittags. Morgen mache ich das dann abends. Zack. Das. Förderung in. Abschicken. Und der letzte. Und. Da. Zack. So. Dann haben wir das auch. Jetzt gucken wir nochmal durch. Wie viel haben wir hier jetzt? Bisschen mehr. Wenn wir jetzt 9000. Meine letztes Mal waren es ein bisschen weniger. So, jetzt einmal auf die Finanzen schauen. Wie viel haben wir jetzt im Moment? 63. Millionen. Der fünfte. Ach, das war die Geschichte mit dem. Fuck. Ja, gut. Was haben wir denn jetzt hier noch alles so? Kristall habe ich ja auch noch, stimmt. Die muss ich auch noch loswerden. Das habe ich auch noch zu tun. Ich mache eine kleine Bestandsaufnahme und gucke mal, was ich so die nächste Zeit zu tun habe. Berg neben dem außer Bergbau, dass ich auch dringend anfangen muss wieder. Aber im Moment klappt das einfach nicht so, wie ich das will. Und wie gesagt, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mehr mit den Triglavien, weil ich da einfach noch ein bisschen mehr zu erfahren möchte. Wir können das nochmal ausmachen. Ja, ich bin heute mal nur mit ihm online hier, mit Hoche. Nicht mit allen anderen. Sondern nur mit Hoche.
Wegen den Schiffen. Ich finde die sehr interessant. Also ich würde mir auch gerne diese Schiffe alle mal näher anschauen. Also nicht unbedingt die großen Dinger, die man nur im Low-Sec nutzen kann oder so. Wenn's, ich glaube, das ist so bei den Dingern, ne? Aber ich würde schon gern auch mal so ein Schiff noch haben wollen. Ich glaube, das schadet nichts, wenn man sich dem jetzt hier ein bisschen mehr zuwendet. Weil ich weiß nicht, was da in dem. Ich habe noch nicht viel nachlesen können, was in dem neuesten. Passiert. Na gut, wir sind ja auf der Station. Da bin ich ja gerade im richtigen Moment gekommen. Ja, ich mache mal kurz einen Cut und dann warte ich, bis der Server wieder hochfährt. Das dauert ja nicht lange. Und dann quatschen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht habe ich ja bis dahin noch was gefunden über die Triglavian. Eine Internetseite oder sowas, wo man mal ein bisschen mehr erfährt. Aber ich habe wirklich gesucht, aber ich finde einfach nichts. Das ist echt. Ich finde nichts. Aber naja, wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich nochmal. Ist ja immer nur ein Wimpernschlag im Video. Für mich dauert das aber auch immer nicht lange. Ja, dieser Server-Down dauert immer nur. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich meine, es sind immer nur so 15 Minuten. Und dann ist man schon wieder hier. Hab die Zeit genutzt, Kaffee getrunken, Pause gemacht und bin nochmal im Internet gewesen. Und gucke mal kurz. In den Triglavian. Ich habe nur was gefunden auf dieses eveuniversity.org. Und naja, es ist nicht so viel. Das ist das, was ich schon kannte. Über die allgemein, wann die reingepatcht worden sind und solche Sachen. Dann den Abyssal Dead Space, was das ist, wird erklärt. Ich glaube, ist das dieser Abgrund, wo man rein kann mit einem Schiff maximal. Gibt auch die Möglichkeit, wohl mit drei Schiffen reinzugehen. Wenn das dieser Abgrund ist, den ich da, wo ich so wie ich das verstehe, um da sich da umzuschauen. Die Schiffe werden erklärt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass diese Designs jeweils von einer der Fraktionen kommen. Also, das war mir neu, aber gut. Das ist auch das Einzige, was ich hier neu gelesen hatte. Ansonsten habe ich leider nichts gefunden. Um nochmal so ein bisschen genauer darauf einzugehen, was man zum Beispiel gegen die unternehmen kann, wenn man sich darauf einlässt, die zu bekämpfen oder die Invasion, diese Aktion, wo war das hier? Das ist der Abgrund, da hatte ich gerade mal ein bisschen reingeschaut, wie man da reinkommt. Das macht man mit diesen Filamenten. Da steht das auch nochmal ein Schiff kann man mit einem Filament da reinbringen wohl. Und aber wie, ich wollte ja hier schauen. Die Triglavian kommen ja aus dem Abgrund wohl. Aber das schaffe ich einfach nicht jetzt in dem, wo so wie ich jetzt bin, ist das hoffnungslos. Das brauche ich gar nicht machen. Ich weiß nicht, ich schätze mal, mit dem Schiff hätte ich wahrscheinlich schon Chancen, aber im Moment bin ich ja noch nicht so ganz auf der Höhe, was das angeht. Mit den Skills, da fehlt ja noch ein bisschen was. Und die Waffen natürlich. Oder eine Waffe ist das ja nur. Das ist ja nur einer von diesen entropischen
Disintegratoren oder Disintegratoren? Ich werde mir das nie merken können. ja. Ich werde da noch mal ein bisschen weiter forschen. Und vielleicht finde ich da noch mehr raus, weil ich finde die sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob man die irgendwann mal auch als Fraktion auswählen kann, um da irgendwie was mitzumachen. Das würde mich mal interessieren, ob das auch vorgesehen ist. Da habe ich nämlich auch noch nichts drüber gelesen. Irgendwo einen Artikel habe ich gelesen, dass man sich entscheiden kann, ob man sich den Triglavian anschließt oder ob man sich dem Rest des Universums anschließt. Aber da habe ich, bin ich mir nicht sicher, ob das so alles so richtig war. Deswegen habe ich das auch nicht weiter verfolgt. Tja, ansonsten werde ich mich weiter darum kümmern, die Leute zu skillen, auf große Bergbau. Sitzungen vorzubereiten. Und dann wird das hier ja mal was mit uns zweien, Big Sky, dass wir uns mal hinsetzen, zusammen und mal ordentlich nur und vielleicht mal ein paar Asteroidengürtel abbauen. Und schauen. Mehr werde ich heute aber auch nicht tun. Bin im Moment wirklich eher damit beschäftigt, mich über diese Triglavien zu informieren. Über andere Dinge. Immer noch auf Fittings und so, das ist klar. Um halt doch irgendwann mal fit zu sein. Da mal regelmäßig auch die Handelsrouten abzugreifen, nach Cheetah zum Beispiel. Um regelmäßig da was zu verkaufen, weil man da doch mehr verdient und sowas. Aber da muss man halt gerüstet sein und auch ein bisschen auf der Hut sein. Wegen diesen, wie ist das, Genkern oder so? Naja. Ich gehe mal wieder hier hin. Das ist nicht so einfach. Aber naja. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn diese nächste Geschichte rauskommt da. Was das wieder für eine Sache ist, was sie sich da wieder einfallen lassen haben. Ja. Ansonsten würde ich hier jetzt mal Schluss machen. Heute war mal wieder nur eine Quatschfolge, ein bisschen sinnieren über einige Dinge. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da weiß ich schon ungefähr, was ich da machen werde. Da werde ich dann mich mal tatsächlich darum kümmern, zu schauen, wie man in diesen Abgrund kommt. Vielleicht ist das ein guter Start, um mal da reinzuschauen. Vielleicht habe ich bis dahin die Kohle zusammen und mir diesen Dis. Wie hieß der nochmal? Ich meine, was hat der nochmal gekostet? Entropisch hieß das, ne? Desintegratoren, so heißt das Ding. Subradial. Ist hier gar nicht im Moment. Macht aber nichts. Ist nicht schlimm. Okay. Ja, ich werde da weiter nachhaken, dass ich das Schiff mal zusammenkriege und dann auch mal mit dem Ding losziehe. Und das will ich in den Abgrund, im Abgrund machen. Ich weiß gar nicht, ist das, kann ich das mit dem überhaupt? Das werde ich rausfinden. Ich glaube, mit dem kann ich das gar nicht. Müssen wir mal sehen. Oder wir nehmen einfach mal ein anderes von unseren Schiffen, die hier zum Beispiel.
Die gab es ja damals, als das anfing, glaube ich, mit den ganzen Geschichten. Die werde ich mal aufrüsten und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Gut, ja. Nochmal, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch eine ruhige Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was ich dann treibe. Ich denke mal, es wird was Interessantes werden. Mal was Neues wieder. Mal in den Abgrund schauen. Vielleicht kriegen wir das hin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.